Als Jana 2017 nach Hamburg zieht, steigt sie auch ins Containergeschäft ein. Im größten Seehafen Deutschlands warten auf über 7200 Hektar viele logistische Herausforderungen. Bremst dich, Mutti, bremst dich. Ja. Muss da rein. Ach, jetzt geht's. Ey, das ist aber nächstes wieder raus. Ach, das ist so eine Scheiße hier, ey. Mann, ey, das sind doch alles Pappmeimer, ey. Guck, der rumpelt natürlich genau da über den Bordstein drüber. Ne? Der ist doch dümmer als die Polizei erlaubt. Mich steht's noch wunder, wenn er sich an dem Stein noch einen Auflieger aufreißt, das Rindvieh. Oh nein! Ach, ey. Guck doch diesen Idioten an. Ja, ich wäre ja vielleicht erst mal drin stehen geblieben und hätte gewartet, bis die anderen durch sind, oder? Du Knallkopf! Der weiß überhaupt nicht, was er dazu sagen soll. Meine Fresse, ey. Sind doch nur Idioten hier am Berg, ey. Echt. Vollidiot. Durch den permanenten Zeitdruck liegen die Nerven schnell mal blank. Davon kann auch Schlagerlady Bettina ein Lied singen. Guter Gott, was ist denn da jetzt? Polizei? Absperrung wegen eines Unfalls. Bettinas Weg in die LKW-Waschanlage ist blockiert. Das wird jetzt eng, das sehe ich jetzt schon. Da steht der Baum, ne? Um den muss ich rum. Und der Polizeischutz ist auch nicht gerade schön hingestellt. Ich muss ja da mal ausholen. Oh! Und da kommt jetzt auch gerade noch ein LKW. Super, ne? Ja, das ist die Straße, wo ich schneien muss. Super. Oh. Guter Gott, noch einmal. Aber egal wie ausweglos die Situation auch scheint, Trucker-Babes finden einen Weg durch das kleinste Nadelöhr. Also, wo wie jeder Mann seine Eier zeigen kann, muss das halt eine Frau auch manchmal tun. Da! Ey, oh, ich wär heute echt noch doof hier. Oh, ich mag heute nicht mehr. Es läuft halt nicht immer rund. Ich lasse mich eigentlich im Großen und Ganzen nicht mehr stressen. Der war gut. Mittlerweile hier gelernt, dass das eh keine Punkte bringt. Jana ist die absolute Schimpfgöttin, wirklich. Ja. Ich schmeiß mich immer bei ihr weg. Ich habe halt so ein Talent, ne? Und es gibt halt Situationen, ich fahre jetzt, wie gesagt, 19 Jahre unfallfrei. So, und dann lieber raste ich halt mal aus, aber ich weiß, ich komme mit meinem verfluchten Arsch heil nach Hause, ja, und mein Leben ist heile. Ja. Und ich habe recht, mich da aufzuregen, weil es einfach unwissende, vollidiotische Verkehrsteilnehmer gibt und die kotzen mich an. Sie sehen die schönsten Momente der Trucker-Babes. Auch in der nächsten Kategorie scheppert es in der Fahrerkabine. Aber anders. Was meinen wir wohl damit? Wieder gibt's einen Hinweis. Ah! Mädels? Mädels? Was für dich? Ich sing meine Song. Und dann hätte ich noch die passende. Oha! Draco-Songs. Naja, genau. Ach du Schande. Och, nicht doch. Wir finden es super, dass die Trucker-Babes oft gar nicht zu merken scheinen, dass Kameras auch Ton haben. Hm. Oh, jetzt. Na nun. Schon ein bisschen ätzend, ne? Ey, Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ja, das ist so geil, das Lied. Oh, das ist lauter machen. Oh. Wir präsentieren die Singing Babes. Hast du schon einen Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Ja, nein. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst? So unterschiedlich wie die Frauen, so unterschiedlich ist ihr Musikgeschmack. Oh nee, ich hau jetzt meinen USB-Stick rein und los geht's. Ein Freund von meiner besten Freundin, der sagt dazu mal Schredder-Musik.
Ja. Ja gut, der eine mag das, der andere mag das. Ich find's halt geil. Baby hi. Dim, dim. Dim, dim. Baby hi. Dim, dim. Geht doch los, die Mucke, wa? I call it, I need it, my heart's on fire. Ich meine, klar, zuhören darf keiner, weil ich glaube, da fallen selbst die Fliegen mit Ohrenkrebs von der Decke. Aber ich kann den Text nicht. Hinterher hab ich gesagt, ich soll nicht böse sein. Schon wieder fertig, das Lied. So tolles Lied. So schon ein wieder tolles fertig. Lied. Schon wieder fertig. No. Oh nee. Für die Frauen ist Musik ein unverzichtbarer Begleiter bei ihren einsamen Fahrten auf dem Bock. Wenn ich nachts gefahren bin und war so richtig müde, da habe ich immer ganz laut hier die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne, mein Juri. Da muss ich echt so richtig übel schlagen hören. Ohne Scheiß. Und gleich, wir gucken Trucker Babes mit den Trucker Babes. So viele an einem Abend auf einer Couch, das gab es noch nie. Gemeinsam erleben wir die schönsten Momente nochmal. Yippie-yay! Schweinebacke. Oh nein, Stau, Scheiße. Yay, was ein toller Tag. Das ist nicht dein Ernst, oder? Raus, ja. Wie sollen wir machen mit den Brettern ja, da jetzt? Leute, wir haben hier eine große Baustelle, da muss auch weiterlaufen. Nur zum Kopfschütteln, furchtbar. Gleich bei Abenteuerleben. Die Trucker Babes sind zu Besuch auf der Abenteuerleben Couch. Eine Premiere. So viele Truckerinnen zur selben Zeit, am selben Ort, das gab es noch nicht. Und Jana, Tinker, Sabrina, Mona und Bettina dürfen sich auch zurücklehnen. Genauso wie sie. Denn heute liefern wir die schönsten Momente der Trucker Babes. Nur, was sie erwartet? Das müssen die Babes mit Hilfe der Hinweise aus dem Werkzeugkoffer erraten. So. Wir hätten jetzt verschiedene Ballvarianten. Das ist da halt ich Mund, sagen, halt den Mund. Ja. Schweine ist das. Also es ist quasi Stressbälle. Stresssituation. Ja. Richtig. Davon erleben die Frauen täglich so einige. Ich hoffe jetzt nur, dass nichts mit dazwischen kommt. Kein Stau und gar nichts. Ja, weil sonst ist die Kacke arg am Dampfen hier. Sie sind immer auf Achse. Nichts kann Trucker Babes bremsen. Außer stehende Reifen, rote Bremslichter und die vier unheilvollen Buchstaben. Oh oh. Ling, 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 ling. Mutti hat einen Stau gefunden. Das ist jetzt scheiße. Ja, ich sehe schon Warnblinklicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Stau, Scheiße. Ach, da sehe ich doch schon die Bremslichter da vorne. Da denkt man so, yay, was ein toller Tag. Und dann, oh nö. Jeden Tag, gell? Jeden Tag dasselbe. Ja. Zeit, 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 Stress, ja. Stress, ja. Dann irgendwelche Deppen, die. Und Stau, Stau, Stau. Stau, Stau, Stau. Alltag im Truck-Business. Sabrina muss einen 450 PS starken Truck überführen. Ihr Ziel ist das italienische Treviso. Auf dieser Tour rollt sie von einem Problem ins nächste. Morgen früh will sie da sein, doch das heißt, sie muss an München vorbei. Und schon vorher geht auf der A9 auf einmal nichts mehr. Aber hier
Nur zum Kopfschütteln, furchtbar. Ja, hier auf der 9 ist ein Unfall und auf der 99 nochmal. Und in der Stadt selber ist auch noch ein Unfall. Das heißt, es ist egal, wo wir langfahren. Ist alles dicht. Das macht meine ganze Fahrzeit kaputt, ne? Furchtbar. Die A99 Ostumfahrung München Richtung Salzburg, die ist zwischen dem Kreuz München-Nord und Aschheim-Ismaning wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Sperre wird hier noch ein bisschen länger dauern. Wir empfehlen euch, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Im Moment 11 Kilometer Stau ab dem Dreieck Allach. Ist das jetzt den ihr Ernst? Den ihr fucking Ernst? So, und jetzt stecke ich ganz tief in der Kacke hier. Oh Mann, ey. Oh ja, dieses Gefühl kann jeder nachvollziehen. Auto- und Lkw-Fahrer. Aber es hilft ja nichts. In Italien schaut es aktuell ganz schlecht aus. Weil wenn ich diese Katastrophe hier vor mir anschaue, dann kann ich mir das total von der Backe putzen, dass ich da heute noch ankomme. Ich will ja auch Geld verdienen. Zeit ist Geld. Das ist bei den Lkw-Fahrern so. Zeit. Das ist immer nervig. Meine Mama hat mir extra einen Stressball mitgegeben. Den habe ich hier. Wenn alles schief läuft, dann kann ich einfach mal auf die Zähne beißen und durch die Gegend pfeffern. Ich will vermissen, wie oft sie das schon gemacht hat. Jeder Tag ist eine neue Fahrt ins Ungewisse. An einer Abladestelle bei einem belgischen Kunden steckt Truckerbabe Manu in tonnenschweren Schwierigkeiten. Ciao, ciao. I have a problem. Jetzt hat mir gerade einer gesagt, das ist erst für morgen angemeldet. Und bei uns steht aber auch nichts vermerkt, dass das erst für morgen ist. Das kotzt mich mega an. So kann ich meine zwei Kunden nicht mehr abladen. Und ich kann doch nicht zu Hause Feierabend machen. Im Lkw-Geschäft ist eben nichts so unbeständig wie die Dispo von eben. Da hilft nur noch der Griff zur Nervennahrung. Ja, ich bleib jetzt auch erstmal hier stehen, bis ich meine Pause drin habe. Aber bis die das alle geklärt sind, sind wir locker bestimmt eine halbe Stunde, Stunde weiter. Von daher. Alles klar, rechnest du wieder neu und dann kommt wieder was dazwischen. Das ist echt so. Man darf nichts planen, das ist wirklich wahr, ne? So wie es kommt, so kommt's. Hallo. Danke. Ciao. Ich fahre jetzt erst nach Frankreich, lade den ab. Die haben das jetzt geklärt, dass sie mir die Paletten von dem hier runternehmen. Dann stellen sie mir die wieder drauf. Dann fahre ich die Baustellen laden. Muss da die Paletten auch wieder runternehmen lassen, die Baustelle drauf, zur nächsten Baustelle die Paletten wieder runternehmen lassen, Baustelle drauf. Dann fahre ich wieder in diese Richtung, warte bis morgen früh ist und dann lade ich den morgen früh ab. Somit ist mein Traumbildchen von zu Hause geplatzt. Ja, das heißt für mich irgend so eine fucking Raststätte. Nicht meine Dusche, nicht mein Bett. Gerade echt ein bisschen wegen sieben Paletten so eine Scheiße hier, ne? Kann ich mich echt drüber aufregen. Unvorhersehbare Probleme wie diese halten den Adrenalinpegel permanent oben. Das kennt auch Montagsbraut Manu. Sie ist auf Tour nach Frankreich. Zum allerersten Mal kommt sie an eine französische Mautstation, wo sie mit der Tankkarte der Firma bezahlen soll. Aber ich muss hier ja jetzt doch bezahlen. Ja, Cedric? Will der mich eigentlich vergackeiern oder was? Der stresst mich. Da geht keine DKV-Karte. Cedric? Das Problem an. Ja, Mann, wo ist das Problem? Ich muss ja jetzt doch hier bezahlen. Ja. Karte, jetzt da die Karte rein. Ja, aber die nimmt er nicht. Visa, Mastercard. Nein, die DKV-Karte. Die, mit der habe ich gerade auszahlt. Magnetstreifen unten rechts. Geht nicht. Ich bin doch nicht blöd. Ja, du kannst ja bloß in einem Ding reinstecken. Ja, geht nicht.
Hier steht auch keine DKV-Karte dran, dass ich damit bezahlen kann. Ich bin doch auch gerade mit der DKV-Karte durch. Aber es geht nicht, er spuckt sie mir wieder aus. Was mache ich jetzt? Die runternehmen. Geht aber nicht. Ich mache den Magnetstreifen ab. Ja, es geht. So eine Scheiße, ey. Lass ich an. Ja, chill mal dein Leben, Mann. So geil. Und man ist ja auch immer so, dass man kennt seine Touren. Und ich finde auch immer so, ab Mittwoch, dann fängt man schon mal an, okay, dann könntest du morgen das im Anschluss haben. Und wenn du dann das zurückkriegst und dann Freitag, dann müsstest du, ja, du planst dann schon so weit im Voraus. Und dann auf einmal, oh, Kollege hat eine Panne, muss dem seine Tour übernehmen. Oh.